Hallo? Ja. Alles klar. Vielen Dank. So, das sollte man nicht mehr am Steuer machen, ist in der Regel bekannt. Aber es hat sich auch etwas geändert. Der Dr. Klingel wird uns da etwas Neues darüber berichten können. Da sprechen Sie ein Thema an, das immer wieder in der Diskussion ist, weil viele kamen schon insofern mit dem Gesetz in Konflikt, weil sie das Handy am Steuer gebraucht haben. Aber was heißt das, Handy am Steuer gebrauchen in unzulässiger Form? Das war früher anders, als es heute ist. Früher musste man das Handy in die Hand nehmen und auf dem Handy etwas machen. Das war eine Ordnungswidrigkeit. Da aber sehr viele, viele Ausreden entwickelt hatten, hat sich hier die Gesetzeslage verschärft. Es gibt einen Paragraph 23 Straßenverkehrsordnung, in dem jetzt drinsteht, dass man das Handy überhaupt nicht mehr anfassen und auch nicht betätigen darf, damit diese ganzen Ausredemöglichkeiten abgeschafft sind. Da hat der Gesetzgeber meines Erachtens etwas sehr Sinnvolles getan, weil alle wissen, dass die Ablenkung von dem Verkehrsgeschehen eine der Hauptunfallursachen ist. Wir hatten ja das Thema Unaufmerksamkeit und nicht achtsames Fahren als Hauptunfallursache ausgemacht. Und deshalb ist der Gesetzgeber tatsächlich auf den Plan getreten und hat dieses so geändert. Meines Erachtens sehr sinnvoll. Also, wenn ich das Handy jetzt in der Hand habe und es klingelt, was droht mir da? Wenn man sich nicht dran hält, sollte man wissen, das wird geahndet mit 60 Euro Bußgeld und auch noch mit einem Punkt. Also man sollte tatsächlich vermeiden, ein Handy zu benutzen, sondern über Freisprechanlagen, wenn es denn sein muss, zu telefonieren, weil aber auch eine Freisprechanlage telefonieren, die Aufmerksamkeit von dem Verkehr ablenkt, sollte man das auch nach Möglichkeit nicht machen. Aber wichtig ist, dass man nicht diese verbotenen Handlungen an den Tag legt. Ich denke, das war für den einen oder anderen ziemlich aufschlussreich. Ich selbst werde mich in Zukunft da etwas kontrollierter verhalten, sagen wir das mal so. Und für unseren nächsten Termin werde ich dann direkt vom Büro aus telefonieren. Herr Dr. Klingel, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Da freue ich mich und ich wünsche Ihnen aufmerksame Fahrt. Wichtig ist, die Telefonate vorher zu erledigen, weil man dann aufmerksamer fahren kann. Danke.